Die Ehe ist am Ende in Deutschland. Na toll. Immer weniger Deutsche wollen heiraten und darin sind sich Ossis und Wessis im Übrigen sehr einig. Was Ost und West noch verbindet und was nicht, das zeigt eine Studie pünktlich zum Jubiläum 25 Jahre Deutsche Einheit. Mehr dazu gleich in RBB aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu RBB aktuell. 1700 Flüchtlinge an einem Ort, in einer Unterkunft, das muss schwierig sein. Für die Flüchtlinge selbst und auch für die, die schon vorher da waren, die Anwohner. Das strapaziert die Toleranz, da prallen Welten aufeinander. Und genau das passiert gerade in Berlin-Spandau bei der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne. Seit einem Monat leben dort Flüchtlinge, 1700, mehr als anderswo. Nur mit den Spandauern hatte bislang keiner gesprochen. Das wurde am Abend nachgeholt. Tja, Zelte, ehemalige Kasernen, Bürogebäude, Turnhallen, umfunktioniert in Flüchtlingsunterkünfte. In Zechliner Hütte bei Rheinsberg sind gerade die ersten Flüchtlinge in ein Hotel eingezogen. Das heißt aber keineswegs, dass es sich dort auch wie in einem Hotel leben lässt. Da lässt garantiert jede Blume den Kopf hängen bei all den Schreckensnachrichten, die die Bundesgartenschau so liefert. Die Buga kostet und kostet und kostet. Erst war noch von einem 4 Millionen Euro Minus die Rede gewesen. Mittlerweile ist das Defizit wohl auf mehr als 10 Millionen Euro angewachsen. Die Skandale beim BER könnte man mittlerweile locker zur Seifenoper verbraten. Drama, Intrigen, Lügen, Missverständnisse, alles vorhanden. Würde höchstwahrscheinlich aber trotzdem keiner gucken, ist einfach nicht sexy genug. Auch nicht die neueste Folge, die über die 600 Brandschutzwände. Heute gab es die Fortsetzung. In 25 Jahren kann bekanntlich eine ganze Menge passieren. Was 25 Jahre Einheit mit Ossis und Wessis gemacht haben, das klären wir gleich. Das sind ganz interessante Erkenntnisse. Erstmal Nachrichten. 25 Jahre deutsche Einheit, ein Vierteljahrhundert. Und was hat's gebracht? Siehe da, die Ost- und die Westdeutschen werden sich immer ähnlicher. Das ist keine steile These, sondern belegt durch eine Studie des Statistischen Bundesamts. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. In Ost und West ist die Mehrheit der Menschen übergewichtig, in Hüftspeck vereint sozusagen. Ist doch irgendwie kuschelig, oder? Tja Mensch, 25 Jahre Einheit, auch 25 Jahre Zeit, ein neues Gefühl von Heimat zu entwickeln. Oder gibt es das vielleicht gar nicht mehr, Heimat Deutschland, weil die jüngeren Leute sowieso überall in der Welt zu Hause sind? Heimat, das klingt ja auch irgendwie romantisch, komplett unmodern und ist doch von großer Bedeutung, gerade jetzt in dieser Zeit, für alle. Deshalb widmet sich die ARD der Heimat mit einer Themenwoche von Sonntag an. Und im ehemaligen Staatsratsgebäude in Berlin war heute Auftakt, off-air sozusagen. Uli Zelle ist für uns auf Heimatsuche gegangen. Und Uli, hast du schon was gefunden? Menschen mit Behinderung zu helfen, ihnen Arbeit zu geben, das ist sozial, das ist ehrenwert, nur ist es auch wirtschaftlich erfolgreich? Aber hallo, das Unternehmen Mosaik ist einer der größten Arbeitgeber Berlins. 2300 Angestellte, 1500 davon haben eine geistige Behinderung. Mosaik lebt Integration seit 50 Jahren mittlerweile. Heute wurde gefeiert im Palais am Funkturm. Da sagen wir doch einfach nochmal herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre Dank. Geburtstag, ja. Frank Jeronim, der Geschäftsführer. Ja. Noch sehr, sehr in Form aus. Haben's gut überstanden. Genau. Dann können Sie uns ja vielleicht den, sozusagen das Erfolgsgeheimnis erklären. Wie hat Mosaik das gemacht, wirtschaftlich erfolgreich zu sein auf diese Weise? Na, wir haben, wo er steht und dass er dann auch die Chance hat, ganz normal wie Sie und ich, dann auch tariflich sein Geld zu verdienen. Aber gerade das stelle ich mir rein organisatorisch absolut komplex vor, weil eben Menschen mit Einschränkungen eben auch Bedürfnisse haben, sehr spezielle Fähigkeiten haben, sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wie koordinieren Sie das, dass jeder da an seinen rechten Platz kommt, an dem er auch leisten kann? Das ist Wir haben es gerade schon angesprochen, die Bezahlung, wie werden die Mitarbeiter bezahlt? Alle tarifgebunden? Oder? Nein, in unserer Tochtergesellschaft. In all dieser Komplexität frage ich mich auch, wenn vieles geht und vieles möglich gemacht wird, gibt es auch irgendwo Grenzen, wo man sagt, das ist, viele Sachen sind eben auch nicht drin? Inklusiv, das sind also eine Abgabe, die Arbeitgeber zahlen müssen, die nicht ausreichend Behinderte beschäftigen. Und aus diesen Mitteln werden dann inklusive Leistungen gefördert. Und die. Aber ich hat ja noch ein paar Jahre.
Ja, die davon ersten aus. 50 gut überstanden, die nächsten 50 stehen bevor. Wir wünschen viel Erfolg dabei. Weiter mit Nachrichten kompakt. Kunst braucht Raum. Und Raum gibt es in Berlin jede Menge. Muss ja auch nichts besonders Nobles sein. In der Friedrichstraße ist derzeit viel Kunst zu sehen auf einer Hotelbaustelle. Und man muss sagen, es macht sich da wirklich großartig. Merken wir uns. Noch was anderes kann man gut und gerne im Kopf behalten, nämlich was die Bürgerstiftung Berlin seit Jahren mit viel Einsatz macht. Sie hilft Flüchtlingen am Abend. Und ich hätte auch noch eine gute Idee. Wir werfen vielleicht einfach noch einen Blick in die Zeitung von morgen. Ja, diskutieren kann man über das Wetter ja immer. Viel zu meckern gibt es eigentlich nicht. Das war's von uns. Morgen ist dann hier Andrea Vername für Sie da. Und jetzt übernehmen Thaddäus und die Beobachter. Mit dabei, wie gewohnt, die Journalistin Ulrike Demmer zum Beispiel. Einen schönen Abend noch. Tschüss.